Herzlich willkommen, wahrscheinlich zur letzten Folge von Let's Play 4 Online. Ja, nachdem ich wieder einige Zeit nicht gespielt hatte, weil ich ja euch schon erklärt habe, dass ich in unregelmäßigen Abständen aufnehme und spiele und mal so gucke, was sich denn von Patch zu Patch so ein bisschen getan hat. Ich merke davon nicht viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Und was mir tierisch auf dem Keks geht, ich sag jetzt auch Keks dazu, normalerweise müsste ich was ganz anderes dazu sagen, ist, ich habe geupdatet und die kompletten Einstellungen waren wieder für'n Arsch. Komplette Einstellung für'n fucking Arsch. Wieso rafft dieses Spiel oder schafft es dieses Spiel nicht, diese verfickten Einstellungen beizubehalten? Entschuldigung, aber das ist echt so. Jedes andere Spiel würde die Einstellung beibehalten. Aber nein, dieses Spiel nicht. Es ist eine Ausnahme. Es ist famos. Es ist einzigartig. Es ist absoluter Bullshit. Ey, das riecht mich so auf, dass diese Einstellung ich jedes Mal neu einstellen muss. Das geht mir echt gegen Keks. So. Zweiter Punkt ist, ich möchte jetzt nicht das Spiel deswegen so schlecht machen, aber es hat einfach nichts mit 4 zu tun. Ich habe ja jetzt 9 Parts gehabt, wo ich mir ein Urteil bilden konnte. Das ist jetzt Part 10 und ich muss sagen, ich habe nicht einmal Alma getroffen. Vielleicht bin ich da auch zu blöd für, das weiß ich nicht. Ich gehe aber mal stark nicht davon aus. Naja, ich habe Alma nicht einmal gesehen und für mich ist es dann nicht 4. So, jetzt will ich aber das Spiel aufhören, weiter niederzumachen. Wie gesagt, ich werde jetzt ein Part noch spielen und dann war es das für mich. Also ich werde mir das nicht weiter antun. Tut mir leid, für die, die es vielleicht erhofft haben. Aber diesen Blödsinn muss ich mir nicht antun. Jetzt muss ich gerade hier mal gucken, was wollen wir denn machen? Was spielen wir denn? Blutlust, das war doch jetzt das Neueste hier mit den Monstern, ne? Gehen wir da mal rein. Ja, du mich auch. So, Start Game. Wie gesagt, es tut mir leid, dass ich am Anfang so ein bisschen ausfallend geworden bin. Aber es ist wirklich nervig. Man möchte aufnehmen. Man macht ein Update, was so scheiße lange dauert, obwohl man eine gute Leitung hat. Weil, weiß ich nicht. Und so viel ladet man gar nicht von diesem scheiß Update. Naja. Oh, ich muss hier nebenbei mal zusehen. Ansonsten ist das Spiel eigentlich ganz gut gelungen. Es darf sich aber eigentlich nur nicht wirklich... Naja, 4 nennen. Naja. Was soll's, dass ich hier drauf gehe. Es macht mir jetzt auch nichts mehr. Also es ist schon. Naja. Na los, bring mich um. Ihr merkt schon wahrscheinlich, dass ich keine Lust wirklich drauf habe. Ich versuche aber das Beste. Ich sehe nichts mehr danach zu tun. Ja, wie gesagt, also das ist das Spiel. Sagen wir es mal so, ich bilde mir gerade sowieso mein Urteil. Und ich muss sagen, fangen wir mal, ich sehe gerade gar nichts, dass das Spiel nicht sehr ausgetüftelt bisher wurde. Also ist, dem Spiel fehlt noch sehr viel Balance, das sieht man, glaube ich. Dem Spiel fehlt auch noch sehr viel Abwechslung. Das ist auch so eine Sache, warum ich Ego-Shooter nicht gerne online spiele. Weil die Abwechslung einfach fehlt. Gut, aber das macht 4 jetzt nicht wirklich anders. Also da muss ich 4 in Schutz nehmen. Da gibt es viele andere Spiele, die eigentlich identisch sind. Gut, dass es Pay-to-Win ist, wissen wir alle. Also ist klar, je mehr Geld man investiert im Endeffekt, desto mehr bist du meistens besser, je nachdem, was für eine Waffe du hast, ne? Gut. Ich weiß, dass ich hier eh nichts mehr reiße. Ich möchte auch nichts mehr reißen. Mir darf nur noch meinen Standpunkt hier zu sagen. Es tut mir echt leid für die Leute, die das Spiel mögen oder auch,
weitersehen möchten von mir. Aber ich muss ganz ehrlich sein, nein, ich spiele es auch nicht weiter. Denn wie gesagt, mir macht es nicht mehr Spaß. Es hat am Anfang ein bisschen Spaß gemacht, wahrscheinlich auch deshalb, weil es neu ist. Ja, das macht auch keinen Spaß mit diesen Monstern hier wirklich, wenn man da keine Chance gegen hat. Die sind, finde ich, noch ein bisschen zu overpowered. Aber naja, das ist eine andere Geschichte. Wie gesagt, dem Spiel fehlt echt noch, man merkt dem Spiel noch an, dass es recht neu ist. Ich sehe gerade hier nichts. Wie gesagt, man merkt ihnen an, dass es neu ist. Ich muss hier echt klarkommen, dass ich nebenbei kommentieren kann und sprechen kann. Und spielen kann. Und ist nicht einfach. Kollege, weiß nicht, was ich hier mache. Naja, was wollte ich denn noch sagen? Wie gesagt, mir gefällt auch nicht, dass das Spiel nach jedem blödsinnigen Update unbedingt malen müsste. Das Spiel muss sich umstellen. Ich habe, das ist das allererste Spiel, und ich habe schon viele Spiele gespielt, auch Online-Spiele, was sich nach einem Update umstellt. Ich meine mal, was soll der Scheiß? Warum kann sich denn das Spiel nicht merken, was für Einstellungen ich angenommen habe? Das ist echt schlimm, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine mal, klar, ihr mögt jetzt vielleicht sagen, ja, dann stellst du es doch einfach um und dann spielst du weiter. Das mag vielleicht für den einen oder anderen zustimmen, aber ich möchte nicht, wenn ich jetzt, sagen wir mal, 4 spielen möchte, dann möchte ich nicht noch das Spiel innerhalb von 5 Minuten erstmal umstellen, meine Einstellung wieder so machen, wie ich sie hatte, um dann vielleicht eine Woche später, ich weiß ja nicht, wann die Updates kommen, in welchen regelmäßigen Zeitpunkt die kommen, um die dann wieder umzustellen. Das ist nicht Sinn und Sache. Warum hast du... Nee, dann. Mich wundert eh nichts mehr. Ja, ich bin der Hunter. Ich bin ein Hunter. Ansonsten, wie gesagt, es ist für... wo bist du denn? Es ist für ein, ja, wie soll ich sagen, für einen Ego-Shooter ganz super. Es ist auch äußerst brutal. Man merkt es dann doch an, dass es von 4 ist. Aber was ich finde, dass es wirklich nichts von 4 zu tun hat. Es ist zwar von 4, man merkt es an durch die Brutalität alleine halt nur, aber die Monster, das mit Alma, das ich Alma bisher noch nicht gesehen habe. Wie gesagt, es kann auch sein, dass ich mich total verwechselt habe, dass die vielleicht doch schon existiert, aber ich die bisher noch weiter noch nicht gefunden habe. Nicht wirklich was zu tun. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für so ein Spiel würde ich in diesem momentanen Stand nicht mal 1 Euro ausgeben. Nicht mal. Wie gesagt, ich möchte das Spiel auch eigentlich nicht schlechter machen, als es ist, aber es ist halt nun mal so bisher. Gut, ihr seht, dass ich keinen Skill habe, dass ich hier dauernd sterbe, das ist mir bewusst. Aber mir geht es gerade nicht um den Spaß oder dass ich jetzt ein Pro-Gamer hier bin, sondern dass ich euch in diesem letzten Video meinen Standpunkt zu diesem Spiel zeige. Ich werde es natürlich auf jeden Fall noch verfolgen, denn es gibt immer 2 Chancen für die Leute. Und wer weiß, wohin dieses Spiel noch führt. Vielleicht kriegen die Macher ja die Kurve und ja, weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. Weiter. Ich hoffe einfach nur, dass die Macher da irgendwie was draus Vernünftiges machen können. Und ja, mal gucken.
Ja, wie gesagt, die Monster sind auch ein bisschen zu stark im Gegensatz zu den Soldaten. Also einzeln kann er das vergessen. Und ich gehe jetzt hier auch raus. Das ist mir ein bisschen zu blöd. Menü. Menü. Ja, Exit wahrscheinlich, ne? Was? Hä? Ich wollte da rausgehen. Na, egal. Da sieht man auch wieder, dass da noch ein bisschen was fehlt. Und bei mir will der eben irgendwie nicht schießen. Ich drücke einmal. Der hängt fest manchmal, die Schüsse. Aber das liegt nicht an meiner Maus. Also sonst würde es ja bei anderen Spielen auch so sein. Naja, wie gesagt, das ist auch jetzt alles egal. Ich weiß, dass ich das Spiel immer mehr weiter runter mache. Jetzt können wir aber nochmal zum Nachteil die positiven Aspekte feststellen. Und da fällt mir jetzt schon nichts ein. Nein, Quatsch. Ja, auf jeden Fall eine ganz neue Machart, dieses Spiel. Also es ist nicht wie jedes einzelne Ego-Shooter in dem Sinne her. Es ist online, klar, es ist Pay-to-Win, das ist mir auch bewusst. Aber mit den Monstern finde ich ganz in Ordnung. Und das erinnert schon so ein bisschen an Left 4 Dead, könnte man sagen. Gut, da gibt es noch dieses Szenario, dass man da... Es gibt nicht mal Rector Doll, ey. Oder wie das heißt. Dass man die Leichen zerdeppern kann, wenn man, ja, wie soll ich sagen? Jetzt geht's aber ab hier. Ja gut, Spawn Point. Aber das machen die ja bei uns auch, also warum nicht? Ja, das war's. Es hat auch irgendwie was gedütet, weil ich angeblich 5-mal drauf gedrückt habe, aber das ist von mir Ursache. Ich kann hier nicht mal gerade meine Waffe wechseln. Ich weiß gerade nicht, was mit dem Spiel wirklich los ist, muss ich sagen. Warum kann ich hier beschissen nochmal meine Waffe nicht wechseln? Hallöchen! Ja, oh Leute, und das ist das, was ich meinte mit, dass das Spiel doch noch sehr, sehr optimierungsbedürftig ist. Also, bei dem Spiel muss vorher noch viel getan werden, bevor das wirklich, weiß ich nicht, ordentlich zu spielen ist. Ich bin sowieso nicht so ein Fan von Ego-Shootern online. Da spiele ich dann lieber Rollenspiele. Die sind meistens mit Liebe gemacht, anstatt Online-Ego-Shooter und auch mit, ja, wie soll ich sagen? Sie sind, ja, aber wie kann ich das sagen? Ohne jetzt, wieder ausfallen zu werden. Sie sind in meinen Augen spannender gestaltet. Ja, klar haben wir verloren, war mir klar. Ach, naja. Wen kümmert's? Es wird voll die Epic-Fail-Folge. Und ich werde jetzt auch aufhören. Ich werde jetzt hier nicht noch 1-2 Minuten länger machen. Wie gesagt, es tut mir echt leid, dass diese Folge hier echt so herabfallend von mir ist. Aber ich sage nur meine ehrliche Meinung zu dem Spiel. Und ich weiß ja nicht, habt ihr da schon Erfahrungen gemacht mit dem Spiel? Wenn ja, dann schreibt die mir doch mal bitte in den Kommentaren, was ihr dazu haltet zu dem Spiel. Also für mich war das auf jeden Fall die letzte Folge. Erstmal, ob ich das in Zukunft irgendwann nochmal spielen sollte, steht in den Sternen. Das kann ich euch weder garantieren noch versprechen. Und ich würde sagen, nein, ich möchte hier raus. Wo komme ich nochmal raus? Da weg. Wie gesagt, ob ich da mir das nochmal antue, weiß ich nicht. Okay, wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen, für die 10 Folgen, wenn ihr dabei gewesen seid oder auch nur diese eine. Ich bedanke mich und wir sehen uns in einem anderen Let's Play Video wieder. Bis dahin, tschüss.